Kinderbücher. Der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Lisa und wir reden heute über das neueste Buch von Jeff Kinney. Ihr kennt mit Sicherheit alle Gregs Tagebuch, aber habt ihr auch schon mal von Ruperts Tagebuch gehört? Denn wie ihr wisst, hat jede Geschichte zwei Seiten und bisher kannten wir immer nur Gregs Sicht der Dinge. Aber heute ändert sich das, denn Rupert hat ein neues Tagebuch verfasst, in dem er von seinen Abenteuern mit Greg erzählt. Ruperts Tagebuch, zu nett für diese Welt. Jetzt rede ich. Ihr könnt euch denken, dass Greg davon wenig begeistert ist, wir dafür umso mehr. Denn Rupert hat auch einiges zu sagen. Er erzählt zum Beispiel von dem Tag, als Greg und er Superhelden erfinden wollten, um damit stinkreich zu werden. Dabei kamen so fantastische Ideen wie der Knoter zustande, der Ganoven so doll verknotet, dass sie nicht mehr weglaufen können. Oder der Windelwicht, der Schurken mit einer vollen Windel verhaut. Oder aber der Schmeißer, der seinen eigenen Kopf wie einen Football werfen kann, um Verbrecher aufzuhalten. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch einen Superhelden auszudenken. Schickt uns dafür eure Ideen an podcast@lübbe.de. Schaut übrigens gerne auf der gregstagebuch.de-Seite vorbei. Da findet ihr noch viele weitere Infos, Ausmalbilder und Comics rund um Greg und Rupert. Und wir hören jetzt in der Hörprobe, welche großartigen Helden Greg und Rupert sich sonst noch haben einfallen lassen. Viel Spaß dabei! Am besten gefiel uns der Typ, den wir den Schmeißer nannten, weil er seinen eigenen Kopf werfen konnte wie einen Football. Aber Greg sagte, mit dem Schmeißer könnten wir keine Actionfiguren rausbringen, weil der abnehmbare Kopf für kleine Kinder ein Erstickungsrisiko darstellen würde. Wir versuchten es mit ein paar Figuren, bei denen es nicht schlimm wäre, wenn ein kleines Kind sie verschlucken würde, aber die meisten Ideen waren nicht besonders gut. Käsestangen-Kid. Hühnchenkeulen-Lady. Greg sagte, oft kaufen Mütter das Spielzeug für ihre Kinder, also sollten wir uns etwas überlegen, das ihnen gefällt. Aber auch mit dieser Idee waren wir nicht richtig zufrieden. Gesundes Gemüsemann. Greg sagte, vielleicht würde uns nichts Tolles einfallen, weil wir kein wirklich gutes Team waren. Er sagte, jeder von uns sollte für sich allein überlegen. Dann würden wir ja sehen, wer die bessere Idee hat. Also machte jeder sein eigenes Ding und hinterher zeigten wir uns unsere Arbeiten. Gregs Superheld war ein Kerl aus dem Weltall, der in jeder Fingerspitze eine andere Superkraft hatte. Und das war wirklich eine voll coole Idee. Intergalactic Man. Ich sagte zu Greg, dass ich seine Idee cool finde und wir sie nehmen sollten. Dann fragte Greg, und was ist deine Idee? Aber ich wollte sie ihm nicht verraten, weil ich wusste, dass er mich nur auslachen würde. Aber er versprach nicht zu lachen, also zeigte ich sie ihm doch. Wahnsinnstyp. Greg fragte, welche Superkraft Wahnsinnstyp denn hätte und ich sagte, Nettigkeit. Und da vergaß Greg, dass er eigentlich versprochen hatte, nicht zu lachen. Greg sagte, ein Superheld muss Ecken und Kanten haben. Und Wahnsinnstyp wäre cool, wenn er Messer hätte, die ihm aus den Fingerknöcheln schießen. Und wenn er eine Lederjacke tragen und fluchen würde, während er gegen die Bösewichte kämpft. Aber ich sagte, Wahnsinnstyp soll ein Vorbild für Kinder sein. Und da vergaß Greg zum zweiten Mal, was er mir versprochen hatte. Ich sagte zu Greg, wenn ihm meine Figur nicht gefallen würde, wäre das okay. Aber falls ich die Filmrechte verkaufe, würde ich ihm kein Geld abgeben. Und auf einmal war Greg total interessiert und sagte, falls ich damit reich werde, schulde ich ihm die Hälfte des Geldes, weil ich seine Stifte und sein Papier benutzt habe. Ich meinte, das ist nicht wahr. Und Greg antwortete, er würde jetzt seinen Anwalt anrufen. Er wählte eine Nummer und ich konnte seinen Teil des Gesprächs mit anhören. Aha, ja genau, es waren meine Stifte. 50%. Okay, ja, das dachte ich mir auch schon. Greg legte auf und ich sagte ihm, er solle seinen Anwalt nochmal anrufen, weil ich ein paar Fragen an ihn hatte. Aber Greg sagte, ich kann mir seinen Anwalt gar nicht leisten und muss mir meinen eigenen suchen. Und er sagte, weil wir alles 50-50 teilen würden, wären wir Partner und müssten die Arbeit zusammen machen. Ich sagte, oh gut, aber ich will trotzdem nicht, dass Wahnsinnstyp flucht. Okay, sagte Greg. Darüber reden wir später. Greg sagte, als erstes müssten wir uns eine Entstehungsgeschichte für Wahnsinnstyp ausdenken, um zu zeigen, woher er seine Kräfte hat. Dann erzählte er mir, wie andere Superhelden ihre Kräfte bekommen haben. Ich sagte, Wahnsinnstyp hätte einfach nur gute Eltern, die ihn zu einem netten Menschen erzogen haben. Und später hat er sich entschieden, für Menschen zu kämpfen, die seine Hilfe brauchen.
Aber Greg fand die Entstehungsgeschichte schrecklich. Er sagte, es muss etwas Aufregendes passieren. Wahnsinnstyp muss von einem Meteoriten getroffen oder von einem radioaktiven Käfer gebissen werden oder so. Und ich sagte, okay, dann wird Wahnsinnstyp von einem doppelten Regenbogen getroffen. Und so erhält er seine Kräfte. Greg sagte, dass das gar keinen Sinn ergeben würde. Aber er hätte jetzt keine Lust, über Regenbögen zu streiten und wir würden uns später um die Entstehungsgeschichte kümmern. Jeder Superheld hat eine geheime Identität, sagte Greg. Also mussten wir uns auch für Wahnsinnstyp eine einfallen lassen. Ich schlug vor, er könnte ein Krankenpfleger sein und wenn er abends um 6 mit der Arbeit fertig ist, wird er zu Wahnsinnstyp und hilft anderen Leuten, bis es Schlafenszeit ist. Und niemand kennt seine wahre Identität, nicht einmal Schwester Beck, die mit ihm in der Notaufnahme arbeitet. Greg sagte, ich hätte den Namen von unserer Mathelehrerin, aber ich antwortete, nein, das ist nur ein Zufall. Greg sagte, wir würden zu viel Zeit mit dummem Zeug verschwenden und müssten jetzt erstmal Wahnsinnstyps Kostüm entwerfen. Ich sagte, mir gefällt der Anzug, den ich gezeichnet habe, aber Greg meinte, er wäre dämlich, denn so würde ihn doch jeder erkennen. Greg sagte, Wahnsinnstyp braucht eine Maske und er zeichnete eine, die wirklich toll aussah. Und einen Umhang malte er ihm auch. Greg sagte, wenn Wahnsinnstyp keine echten Superkräfte hat, dann hat vielleicht sein Anzug welche. Aber ich meinte, Wahnsinnstyp hat die Kraft der Nettigkeit und seine Handschuhe sind gepolstert, damit er den Bösewichten nicht zu sehr wehtut. Ich sagte, dass ich alle Zeichnungen machen will und Greg war einverstanden. Dann würde er die Texte schreiben. Also zeichnete ich diese tolle Szene, in der Wahnsinnstyp früh von der Arbeit weg muss, um gegen ein paar Bösewichte zu kämpfen, und ließ Platz für Gregs Texte. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.